Ja, jetzt schon filmen, weil jetzt, wenn das zweite Auto draufsteht, kann der hintere diesen Pfeil am Boden gar nicht sehen. Stimmt. Und ordnet sich vielleicht auch deshalb falsch ein. Stimmt. Also müsste man schon mal mehr Pfeile reinmachen. Ja, richtig. Sieht man nicht. Der Ringsabbieg. So, und jetzt haben wir dann. Jetzt schön mitfilmen, weil ich glaube, wir wetten, der Koran schneit uns dann. Und jetzt haben wir dann das Problem, wir müssen jetzt in der linken Spur da rum und die müssten eigentlich wieder rechts zum Jutz rein. Und wir müssen dann die Spur wechseln. Der erste macht es richtig, der zweite auch. Ach, okay. Und wir müssen jetzt hier die Spur wechseln. Genau, das ist das, was ich mir geschrieben habe. Und meistens fahren sie hier nebendran und da das runter. Genau, fahren wir links, Sabrina, genau links. So, und jetzt kommen wir halt in das Problem rein mit den ganzen Schutzstreifen. Und wenn Sie das mal anschauen jetzt. Sabrina, fahr mal schön. Na? Ein bisschen weiter links noch. Genau. So wie es gehört. So, genau. Und wenn jetzt der Radfahrer da rechts in der Mitte seiner Spur fährt, haben wir nie und nimmer 1,50 Meter Abstand. Und machen wir die Tür auf zur Verdeutlichung. Müsst ihr erst. Ja, mach auf, komm, ihr kommt dann. Ja, das ist ja super. Also geht nicht. Jetzt müsste man aber theoretisch, wenn ein Radfahrer bergauf fährt und in Schwanken kommt, sogar 2 Meter einhalten. Und jetzt schaffen wir aber nicht einmal die 1,50. Und ich darf ja auch nicht weit darüber, weil da liegen. Schauen Sie mal, in der Mitte, wenn er fährt, hat der Autofahrer 2 Radfahrer neben sich. Und zu jedem Radfahrer müsste er 1,50 Abstand halten. Zu jedem auf seiner Seite, links und rechts. Jetzt schauen Sie mal her, jetzt darf ich nicht auf den Schutzstreifen fahren. Links ist jetzt kein Platz mehr für die Geradeausfahrer. Ja. Und das hätte man eigentlich gedacht gehabt, dass das hier zweispurig wird. Hinter uns kommt ein Fahrradfahrer. Ja, ich sehe schon. Jetzt müssen wir hier so, na, jetzt geht es gerade noch. Ne? An uns kommen wir es noch vorbei. Ja, der Radfahrer kommt jetzt und sieht mal den Abstand. Wobei der Abstand hier, sag ich mal, ein bisschen besser ist wie der. Ja, hier, hier ist er besser. Der Christian-Zeltmann-Straße ist schon mehr als dramatisch. Der Radfahrer, der ursprünglicherweise rechts gefahren ist, wo er fahren muss, muss jetzt hier rüber wechseln. Über unsere Spur drüber, um in der Mitte weiter geradeaus fahren zu können. Auch eine Gefahrensituation. Mein Gott, man muss schon Rücksicht nehmen, brauchen wir nicht drin, aber es ist halt einfach, es sind Gefahrensituationen, die heraufbeschworen werden durch sowas. Vorbildlich, Sabrina. So, und hier darf man sich jetzt die Spur aussuchen. Ich weiß nicht, wo sie hinfahrt. Schauen wir mal, großen Bogen in die linke Spur wieder rein. Was hier darf man aussuchen? Ja, man darf doch in der Kreuzung keine Spur wechseln. Doch. Erstens. Doch. Das ist kein Wechsel. Das ist kein Wechsel. Richtig. Das ist ein. Weil das ist ein einspuriges Abbiegen, was in einem doppelten endet. Ja, aber das Doppelte ist ja schon wieder relativ jetzt. Weil richtig doppelt ist ja nicht. Weil markiert sind sie ja nicht. Also es sind schon eigentlich, weil der Platz reicht dafür, 2 Spuren sind es 2 Spuren. Also man darf sich deswegen die Spur aussuchen, weil es am Anfang einspurig ist zum Abbiegen und es geht dann mehrspurig weiter. Und hier die Spur, die Linksabbiegespur, das war ja früher die Spur statt einwärts. Genau, die zweite. Ja. Und hier ist ja auch dreispurig insgesamt gewesen und diese Linksabbiegespur war früher auch gerade eine Spur. Und da, wo wir jetzt fahren, war die Linksabbiegespur rein in die Straße. Und hier haben wir natürlich jetzt mittlerweile auch das Problem, dass sich der Verkehr in den meisten Fällen hier wirklich staut. Ja. Früher haben wir es auf 2 Spuren verteilt und jetzt ist es nur noch eine. Und letztes Mal, also das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, war wirklich hinter das Heurigl noch hinter, war der ganze Verkehr, was sich gestaut hat. Und dann haben wir die Ampel, die noch sehr, sehr kurz grün ist. Und das ist das nächste Problem, weil die Ampelschaltung, wie schon gesagt, haben sie alle so lassen. Und wenn jetzt hier die Radfahrer reinfahren auf der rechten Spur, müssen sie sich dann vorm Josefshaus einen von 3 Schutzstreifen aussuchen. Ja. Ja, und dann geht es wieder los, die ganze Wechselreihe. Platz ist ganz im Gegenteil, es ist eigentlich schon fast weniger geworden. Ich meine, früher hat man sich auch arrangieren müssen. Bloß jetzt ist die trügerische Gefahr für den Radfahrer, dass er ja einen Schutzstreifen hat. Früher ist er in der Autospur mitgefahren, hat auch aufpassen müssen. Jetzt fährt er in seinem Schutzstreifen und hat das, ja, er denkt halt, er ist sicher, aber er ist nicht sicher. Vor allem, wenn die Geraderspur da oben noch aufmacht. Radfahrer, Autofahrer, Radfahrer, Autofahrer, Radfahrer, Autofahrer. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Jetzt haben wir bei mir normal breite Autos. Mit Spiegel habe ich 2,10. Der Lieferwagen, der Sprinter oder ein UPS oder ein Bus, gehen wir mal jetzt zum LKW, der kann ja gar nicht mehr seine Spur benutzen. Das ist ja nicht mehr möglich. Also der Bus fährt entweder über die Durchzonenlinie drüber, was er nicht darf, oder er stellt sich in den Schutzstreifen rein, was er auch nicht darf.
nicht so genau. Dieses Ding versteht, das verstehe ich nicht. Was will der mir sagen jetzt? Dieser rote Streifen, was sagt er mir? Ja, gute Frage. Wisst ihr das genau, was der rote Streifen bedeutet? Ja, dass der Autofahrer beim Wechsel aufpassen will auf den Radlfahrer, weil der vorfahren muss. So. Also das war so meine Verdeutlichung. Achtung, das sind Fahrradfahrer. Der Schutzzweck, für was diese Kreuzung gebaut wurde, den sehen wir nicht, weil es dem Fahrradfahrer jetzt viel schlimmer geht wie vorher. Ja. Eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, dürfen wir, sobald der Radfahrer auf den Schutzstreifen ist, nicht mehr vorbei. Fahr mal du rechts, Sabrina, und ich fahr links. Ja, da, na, da passt du aber nicht her. Ja, nicht den Schutzstreifen rein. Die steht schon drauf. Nein, oh Gott. Also, oh Gott, ja. Wir haben hier einen Linkspfeil und dann geradeaus und einen Rechtspfeil. Das sehe ich aber nicht. So, aber hier ist es nur noch eine Spur. Es passen ja keine zwei her, das sehen Sie ja selber, ne? Also bin ich jetzt der Meinung, dass ich von den links abbiege Pfeil trotzdem geradeaus fahren darf, weil es ja keine zwei Spuren mehr sind. Andere sind der Meinung, dass man das eben nicht mehr darf.